Mir wurde in letzter Zeit häufig gesagt, dass es ja so toll sei, dass ich Geschichten schreibe. Hin und wieder haben dann Leute gesagt, dass sie das ja nicht könnten, aber gerne können würden. Ich sage, jeder kann schreiben. Was viele aber hemmt, ist dieses Konstrukt des Schreibens, was man vielleicht in der Grundschule lernt oder eben sich beim Lesen dicker Schinken wie S von Stephen King oder vielleicht mega gut recherchierter Romane wie Illuminati von Dan Brown vorstellt und wo man sich einfach nur denkt, heilige Scheiße, was hat sich dieser Typ dabei gedacht? Ich kann das niemals. Ich weiß ja nicht, ob du jemals eine meiner Geschichten angehört hast. Aber ich konstruiere meine Geschichten fast nie. Und warum? Ich kann es einfach nicht so gut. Aber das hindert mich nicht daran, meine Ideen dennoch aufzuschreiben. Ich lasse mich dann halt einfach mehr treiben, was dann auf der anderen Seite wieder dazu führt, dass man halt öfters mal was ändern muss. Ich persönlich schreibe seit 2019 ungefähr wieder mehr. Ich hatte zwar auch davor viele Ideen, aber mein Problem war immer, dass ich dachte, ich könnte daraus keinen Roman kreieren. Ich hatte das Konstrukt des Schreibens vor Augen. Dazu ein Fun Fact. Ich habe als Kind auch schon sehr viel geschrieben. Aber damals habe ich mir solche Gedanken niemals gemacht. Ich habe einfach nur geschrieben. Das ist leider mit dem Alter irgendwann verloren gegangen und ich hatte plötzlich mehr Ansprüche. Ansprüche, die ich mittlerweile wieder abgelegt habe, weil sie eigentlich unnötig sind. Beim Schreiben geht es mir nicht darum, einen Bestseller zu schreiben und damit möglichst viel Geld zu verdienen. Ich möchte einfach nur schreiben. Meine Ideen, meine Geschichten in Worte fassen. Bei mir beginnt so eine Geschichte meistens mit einem einfachen Gedanken. Sei es eine einzelne Fragestellung, wie zum Beispiel, was wäre, wenn jemand wüsste, dass er nur noch 24 Stunden zu leben hätte? Das wurde dann bei mir zu der Geschichte Diabolo. Oder aber einem einzelnen Satz, wo ich dann sofort das Gefühl habe, das ist der erste Satz meiner Geschichte, wie es zum Beispiel bei Nachts um drei der Fall war. Selbst bei meiner konstruiertesten Geschichte, das Universum und die Brosche, habe ich mir nicht im Vorhinein ein Konstrukt entwickelt. Das hätte mich wahrscheinlich nur demotiviert und die Grundidee gekillt. Ich habe einfach angefangen, was zwar dazu führte, dass ich 1 Million mal 1 Million Dinge ändern musste. Ich habe immer noch auf meinem Laptop zig verschiedene Versionen liegen, wo ich einfach gedacht habe, das macht keinen Sinn mehr so und die auch einfach kein Ende haben, weil sie keinen Sinn machten. Aber es hat dazu geführt, dass ich Spaß beim Schreiben hatte und dass ich am Ende ein Ergebnis hatte, mit dem ich immer noch zufrieden bin. Was ich dir mit dem Ganzen sagen will, ist, schreib einfach. Es gibt im Internet diverse Seiten, die dir sogenannte Writing Prompts bieten. Das sind einfach ganz kurze Gedanken, Sätze oder vielleicht mal ein ganz kurzer Dialog, die dir einfach Inspirationen zu einer Geschichte bieten sollen. Ich habe das auch schon genutzt, beispielsweise für meine Geschichte Weg. Wenn du jetzt immer noch denkst, dass du keine fiktive Geschichte schreiben kannst, dann schreib einfach über dich. Du musst es ja niemandem zeigen. Schreib einfach, was du gerade denkst, wie es dir gerade geht, was du letztes Jahr im Urlaub gemacht hast oder vielleicht vor 2 Jahren im Urlaub oder was du letztes Wochenende gemacht hast oder was auch immer. Tagebuchschreiben hat leider häufig einen negativen Ruf. Das machen angeblich nur komische Leute oder so. Aber eigentlich ist es die beste Kreativitätsübung. Du übst, deine Gedanken zu sortieren und in Worte zu fassen. Und ich glaube, dass das jedem gut tut. Und zwar nicht nur Leuten, die jetzt Geschichten in dem Sinne schreiben wollen.